Grüß euch miteinander. Liebe Leute, darf ich euch bitten, vielleicht hier runter zu sitzen. Die nicht allzu viele Sachen haben. Wir möchten loslegen. Ja, liebe Medienvertreter, liebe neugierige und interessierte rund ums Berner Nachtleben, liebe Experten und Expertinnen, ich hätte noch Frau Gemeinderat Franziska Teusche begrüßen und Gemeinderätin Barbara Schwickert, die sind nicht da, aber die hören wir später. Ich begrüße euch zum Tag vom offenen Clubtür 2013 vor Buck. Mein Name ist Adrian Eiten. Ich bin Präsident von dieser Bar- und Clubkommission, die sich vor mehr als einem Jahr hat gegründet. Wer ist Buck, was macht Buck und wieso gibt es die? Bar- und Clubkommission Bern ist gegründet worden oder ist auf das Plapez geholt worden aus einem Frust raus von einer Schließung von einem Club. Der heisst Sussol. Da haben sich ein paar Leute zusammengetan aus einer Wut raus und aus einem Frust raus, dass man diesen Club musste zutun. Nicht auf Behördenseite, wie es immer geheißen hat, sondern der Club hat einfach die Segel gestrichen, weil er es nicht mehr können weiterarbeiten konnte durch den ewigen Krieg mit der sogenannten Frau Müller. Es hat aber noch andere Gründe, wieso wir Buck gegründet haben. Neben der Besitzstandswahrung, die wir unbedingt möchten. Techniker, ist das normal so? Vielleicht hilft mir da jemand, das wieder zusammenzustecken. Und einschweibeln. Pardon. Wieso haben wir Buck unter anderem gegründet? Es ist immer schwieriger geworden, oder es wird schwierig, Nachtclub zu betreiben. Es gibt Auflagen, die immer strenger werden, Lärmschutzvorschriften, Hygienevorschriften, Brandschutzsachen. Es ist immer schwieriger, wenn man einen Club hat, auch zu behalten. Wir wollen ganz klar den Spielverderber Basis entziehen, dass eine einzige Person, die in die Nähe von einem Club zieht, den kann schliessen. Wir wollen aber auch andere Sachen. Wir möchten vermitteln bei Konflikten. Wir möchten eine Ansprechperson sein für Behörden, wie auch für Clubbetreiber und Arbeitende im Nachtleben. Wir möchten Sicherheitsstandards machen. Wir möchten eine Charta für Clubbetreiber aufbauen, dass solche Sachen wie zu tun nicht mehr passieren. Aus diesem Grund haben wir Buck gegründet und sind eigentlich relativ wohlwollend aufgenommen worden von sämtlichen agierenden Berner Nachtleben. Und wieso machen wir jetzt den Tag von der offenen Clubtür? Ganz einfach, weil als erstes, wer im öffentlichen Leben arbeiten will, wer im öffentlichen Leben und im öffentlichen Raum etwas bewegen muss, bekannt sein. Wir können nicht das Gefühl haben, wir können irgendwo etwas bewegen, wenn die Stadt nicht weiss, wer Buck ist, oder wenn die Bevölkerung nicht weiss, wer Buck ist. Darum stellen wir uns hier vor mit unseren Arbeiten. Wir sprechen hier nicht explizit Nachtschwärmer an, sondern wir sprechen auch die Leute an, die es nicht kennen, die Leute, die das Nachtleben nur aus den Negativschlagzeilen kennen, weil es nicht einmal Schlägerei gegeben vor einem Club oder irgendein Club musste geschlossen werden nach einer Razzia. Wir sprechen auch die Leute an, die das eben nicht kennen und vielleicht mal hinterher schauen, hinter die Kulissen, wie sieht es aus, wie machen wir das, wie viel Arbeit ist dahinter, wie viel Professionalität ist dahinter, dass man das Nachtleben kann organisieren kann. Vorurteile abbauen, Verständnis generieren und vielleicht auch wieder mal eine positive Meldung zum Nachtleben können lesen in den Zeitungen. Ich gehe kurz auf das Programm ein von heute am Nachmittag. Das hier ist quasi unsere Basis, unser Basislager. Der Buckpunkt hier ist immer jemand vom Vorstand da, für Fragen können zu beantworten. Hier haben wir unser Medienzentrum. Wir werden begleitet vom Journal B, quasi live, was heute am Nachmittag passiert. Hier ist, was ich finde, die coolste Pop-up-Ausstellung über das Berner Nachtleben überhaupt. Ein grosser Dank an Rahel Schwab für die wahnsinnig sinnvolle und sinnliche Ausstellung über das Berner Nachtleben von den letzten
30 Jahre oder 40 Jahre. Schaut die Plakate an, schaut die Presseausschnitte an. Wir haben ein WG-Zimmer da hinten installiert, ein sehr herziges, wo die Flyer auch rumliegen und die Mokatiere dort steht. Wir haben Karten aufgebaut von Stadt Bern mit allen Clubs, mit den Seligen, die gestorben sind, mit denen, die noch laufen. Ihr könnt auch schauen, euch selber, wo seid ihr, wann gewesen und habt wann was für heisse Eben erlebt in dieser Stadt. Nach meiner Vorstellung später machen wir hier, kommt der Stanislav Zimmermann, ist der Studienleiter von Joint Masters of Architecture in der Berner Fachhochschule Architektur, Holz und Bau. Er redet über Zwischennutzungen, ganz dringendes Thema. Dort drängt der Markt, es gibt sehr viele Lokale, die leer sind, wo man sinnvoll zwischennutzen können. Zwischennutzung ist immer ein sehr hoher Erfolgsgarant, weil man in Räumen ist, wo man nur kurz brauchen kann. Wir machen dann nach seinem Referat eine Fragerunde, wo ich euch bitte, lebhaft eure Sorgen und Sachen zum Thema Zwischennutzungen zu machen. Am 2:30 geht Club-Safari los. Gisela Feutz führt durch Bonsoir, ISC, Bierhübeli und Dachstock. Auch dort ist sicher spannend zu sehen, ein Club mal Tageslicht, ein Club, der erzählt, was passiert. Nachher weiter haben wir ein Podium im Club Bonsoir zum Thema «Gibt es eine Zukunft für einen Gaskessel?». Sehr, sehr aktuell das Thema. Seit die Stadt hat die Räumlichkeit der Nägeligasse zur Verfügung gestellt. Und alle gemeint, wir wollen das machen in Konkurrenz zum Gaskessel. Ist natürlich nie im Sinn von Buch oder vom Nachtleben gewesen, dass wir am Gaskessel die Daseinberechtigung entzieht. Dort diskutieren unter der Leitung von Wolf Röcken von der BZ-Zeitung, Franziska Teuscher, Gemeinderätin, die Direktion Bildung, Soziales und Sport. Der Max Riechers redet dort mit vom Vorstand Gaskessel. Der Stefan Wieder, Geschäftsleitung, Trägerverein für die offene Jugendarbeit von Stadt Bern, TOI. Und der Christian Pauli, Präsident B-Kult, Verband Berner Kulturveranstalter. Ich gehe jetzt chronologisch weiter in verschiedenen unterschiedlichen Örtlichkeiten. Am 4. geht der Bar- und Cocktailkurs im Kapitel über die Bühne. Der ist leider ausgebucht. Man kann dort noch zuschauen, aber nicht mehr mitmachen. Dort lernen wir, dass ein Gummibärchen etwas anderes ist als ein Wodka Martini. Dort wollen wir auch zeigen, dass gewissen Veranstalter sehr wichtig ist, ein sehr qualitatives, anspruchsvolles Angebot, auch eine Bar zu haben und nicht nur beim DJ. Auch am 4. geht es los im Les Amis mit Save the Rave. Eine ganze Reihe von Vorträgen rund um Prävention und Aufklärung. Da das Nachtleben ja bekanntlicherweise nicht drogenfrei ist, versuchen wir uns dem zu stellen. Es fängt an mit der Einsicht in die Nightlife-Arbeit mit Hannes Hergarten von Rave It Safe. Nachher gehen wir zurück ins Bonsoir, dort das zweite Podium, Nachtlebenkultur, ein interkantonaler Austausch. Dort redet Bieler, Gemeinderätin Barbara Schwicker zum Thema Austausch. Der Marc Heb, Leiter von Orts- und Gewerbepolizei Stadt Bern, ist dabei. Der Reto Keller ist Gewerbeinspektor von Stadt Thun, er ist dabei. Und der Herr Klopfenstein ist von Stadt Marketing Burgdorf. Diskussionsleitung hat Bundredaktorin Gianna Blum im Bonsoir. Zurück ins Les Amis, dort geht es Schlag auf Schlag näher. Partydroge Nummer 1, der Lorenz Nussbaum von Rave It Safe, redet über Alkohol. Gerade im gleichen Ort Drug Checking an Partys mit dem Daniel Allemann, Leiter von Drug Checking vor Ort vom Kantonsapothekeramt für Kanton Bern. Nachher auch im Les Amis weiter, am 6. Erkennen und Intervention im Nachtleben, Früherkennung und Frühintervention im Nachtleben, wo kann man und was kann man nicht mehr. Und am Schluss, am 7. dort, Kokain und das Ego, mit dem Professor Dr. Boris Kuedenov, Psychiatrische Urinärzklinik Zürich. Am 6. machen wir hier das Fazit quasi. Matchbesprechung habe ich gehört, wie ich da werde machen und Selbstkritik und Buchlad ein zu einem Apero. Später haben wir in verschiedensten Clubs auch noch Themen. Schließlich reden wir über das Nachtleben. Es gibt einen Gemeinschaftspass für Partys im Dampfzentrale mit Liebling, DJ Bowman Spectron, im Ono Book Night, DJ Mama und The Dude und im Wohnzimmer. A War Dance Culture im Les Amis, alles fährt am. Nein,
Dammzentrale am 10 Uhr am Abend, Les Amis am 10 Uhr am Abend und das Ono ab der 11. Für 10 Franken Eintritt könnt ihr dort in jeden Club rein, das schauen. Ich habe geschworen, ich halte mich kurz. Es ist mir gut gelungen, das Mal. Ich möchte jetzt den Stanislav Zimmermann auf die Bühne bitten für seinen Vortrag zu den Zwischennutzungen. Besten Dank. Also, merci vielmals für die Einladung. Mein Vortrag ist über Zwischennutzungen als Motor von Stadtentwicklung. Ich habe zwei verschiedene Bezüge zu diesem Thema. Erstens haben wir jetzt an der Berner Fachhochschule haben wir ein Semester zu Berlin und wir schauen eigentlich, was wir in Berlin lernen können für die Städte in der Schweiz. Und etwas, was in Berlin speziell ist, dass sie eben sehr viel Brachland und sehr viele freistehende Gebäude hatten. Und das haben sie viele Zwischennutzungen gemacht, die dann für die Entwicklung der Stadt sehr wichtig wurden. Man kann eigentlich die Sachen, heute kann man die Stadtplanung nicht mehr so einfach von den Behörden planen, sondern sie muss eigentlich von unten entstehen, in der Bevölkerung, und so können die Leute ihre Stadt selber mitentwickeln. Mein anderer Bezug zur Zwischennutzung ist, dass wir hier haben, wo der Progr ist aufgegangen, haben wir das während der ersten 4 Jahre begleitet, wie dass man die Architektur hier machen kann, den Brandschutz und wie dass man die Räume nutzen kann. Zwischennutzungen sind eigentlich einfach, wenn man ein Gebäude für etwas anderes braucht, als es ursprünglich ist geplant war. Also wenn ein Schulhaus wie hier plötzlich gebraucht wird für ein Künstlerhaus oder wenn ein Brachland plötzlich für etwas gebraucht wird, was nicht geplant war. Speziell daran ist, dass es eigentlich nachher Synergien gibt. Also es gibt Leute, die sich engagieren wollen, Künstler oder soziale Gruppen. Und die wollen an diesem Ort ihre Projekte oder ihre Sachen realisieren, die eigentlich sonst nie einen Platz haben. Und durch das haben sie sehr viel, sie sind sehr motiviert und sehr viel Energie einsetzen. Und gleichzeitig gibt es nachher einen Dialog mit dem Quartier und mit den Leuten rundherum. Und es gibt eigentlich eine Aufwertung vom Areal oder vom Gebäude. Es hat so ein europäisches Forschungsprojekt gehabt, das heisst Urban Catalyst Case, und die haben in ganz Europa untersucht, was gibt es für Zwischennutzungen und was haben die eben bewirkt. Und die haben nachher Kategorien gemacht, so jetzt wird es ein paar Beispiele zeigen von Zwischennutzungen, die herausgefunden haben. Die einfachste Zwischennutzung ist eigentlich ein Lückenbüßer. Das ist, wenn man weiss, ein Gebäude wird nächstes Jahr frei und dann steht es 3 Jahre frei, bis das neue Projekt gebaut werden kann. Dass man einfach sagt, in diesen 3 Jahren tut man das Gebäude zur Verfügung stellen, aber für Clubs oder für kulturelle Nutzungen. Da ist das bekannteste Beispiel ist Berlin, Palast der Republik. Da ist natürlich, wo die Mauer ist, 1989, als die Mauer ist weg war, ist plötzlich der Palast nicht mehr gebraucht worden und ist da gestanden und hat eigentlich keine Funktion mehr gehabt. Und man hat nachher gemerkt, dass der Palast leider alles voll Asbest war. Also die ganzen Isolationen innen und alles war voll Asbest gewesen. Das heisst, man konnte ihn nicht behalten, so wie er ist. Und man musste nachher überlegen, was man dort machen will. Und jetzt einfach in dieser Zeit hat es nachher eine Zwischennutzung ist möglich gewesen, bis er nachher ist abgerissen wurde. Also hier sieht man nachher, haben sie eigentlich das ganze Gebäude, alle Wände und alle Möblierung, alles rausgenommen. Und dann war es eigentlich nur noch so wie ein Stahlskelett gewesen. Und in dem haben nachher ganz verschiedene Betreiber und Gruppen nachher können Veranstaltungen organisieren. Aber eben speziell, dort war wie klar gewesen, dass es einfach nur für ein paar Jahre ist. Sie haben dann Künstler eingeladen, die haben Installationen gemacht haben. Wie hier auf dem Dach haben sie eine grosse Installation gehabt. Nachher innen in dem alten Parlamentssaal haben sie auch Leute eingeladen, die dort Skulpturen machen. Sie haben dann einen Teil des Palast unter Wasser gesetzt, damit man mal andere Erfahrung hat von einem Raum in der Nacht, dass man nicht immer läuft, sondern dass man mal mit Boot kann durch ein Gebäude fahren. Also man kann auch wie so Experimente machen, die eigentlich im Normalfall nicht möglich sind. Bei der Zwischennutzung kann man sagen, wir setzen mal für einen Monat alles unter Wasser.
Und nachher am Schluss bei dieser Zwischennutzung war eben wie klar, dass man es abreißen wollte. Das war eigentlich der Platz, wo früher das Schloss gestanden ist. Und es hat Gruppen gegeben, die gefunden haben, man muss dort wieder ein Schloss bauen. Und im Moment sind sie immer noch am Geld suchen, für das Schloss wieder aufzubauen. Aber sie haben angefangen. Nachher die zweite Art von Zwischennutzung ist eine Nomade. Also das ist eine Nutzung, die einfach immer von einem Ort zum anderen wandert und während einer gewissen Zeit an einem Ort bleibt und was sich einfach auch nie einrosten will. Also es will nicht, dass es langweilig wird und darum geht man, sobald es fährt, einfach langweilig werden, geht man zum nächsten Ort. Da ist einer, das ist ein Club, der heißt WMF, das ist in Berlin und der ist von 19, also während 19 Jahren hat es den gegeben und der war an 8 verschiedenen Orten gewesen. Und ist eigentlich, der Club ist eigentlich dadurch bekannt worden, auch, dass er eben ein Nomad ist, der immer noch jemand anderes herzügelt. Also 1990 hat er angefangen an der Mauerstrasse, das ist eine württembergische Metallwarenfabrik, von dort kommt der Name WMF. Und dort haben sie, dann ist die Murgen weg und dann hat es wie neue Quartiere gegeben, die plötzlich in der Mitte der Stadt sind und dort haben sich nachher Clubs können installieren. Nachher haben sie einen anderen Ort, haben sie nachher gehabt, Burgstraße, dort haben sie Elemente aus dem Palast der Republik, zum Beispiel die Bowlingbar, haben sie ausgebaut und in den Club eingebaut, damit sie wie einfach ein schönes Interieur machen können, ohne dass sie Geld haben müssen, zu viel Geld müssen investieren. Und so ist der Club einfach immer alle 2-3 Jahre ist er wieder an einem neuen Ort und hat jedes Mal anders ausgesehen. Sie haben immer Möbel und Interieur gesammelt, was sie wieder haben eingerichtet. Und jedes Mal, dadurch ist auch jedes Mal die Leute immer gespannt gewesen, wie lange geht es denn noch und wann, wo ist er das nächste Mal. Und dadurch ist eigentlich der Club immer aktuell geblieben und nicht in Vergessenheit geraten, wie andere Clubs manchmal. Nachher haben sie das Café Moskau, das ist eine Karl-Marx-Allee, ein schönes Gebäude aus den 50er-Jahren. Haben sie nachher, also mit der Zeit haben sie nachher auch schönere Gebäude hat man ihnen angeboten, damit sie dort ihren Club auftun können. Also wenn die Hausbesitzer nicht gewusst haben, was sie machen, haben sie nachher auch die Clubbetreiber gefragt, ob sie eine Zwischennutzung dort machen können. Rolandufer, aber so haben sie 8 Orte, bis nachher am Schluss, nach 20 Jahren, ist es nachher trotzdem vorbei gewesen und sie haben Konkurs gemacht. Nachher gibt es eine andere Art von Zwischennutzung, ist ein Impuls, also dass das Gebäude frei ist und nachher entsteht eine neue Nutzung im Gebäude und die bleibt nachher. Das ist echt, das Beispiel ist das Gebäude, wo wir hier drin sind, also ein Showhaus, das zu einem Kulturatelierhaus wird und nachher merkt man während der Zwischennutzung, dass eigentlich so ein Atelierhaus nicht schlecht ist an diesem Ort und dass man es nachher, dass es nachher wie eine Initiative gibt, die sagt, die Zwischennutzung muss eigentlich definitiv werden. Also hier das Schulhaus, eben 1885 ist das als Schulhaus, als Gymnasium in Betrieb genommen worden. Bis 2004 ist die Schulnutzung beim Wankdorfstadion her, um das Stadion zu subventionieren. Und man hat auch gemeint, das Kleezentrum komme hier her, darum hat man die Nutzung vom Schulhaus rausgenommen. Und dann hat nachher das Amt für Kulturelles hat das mitbekommen vom anderen, vom Schulamt, dass das hier frei wird. Und das Amt für Kulturelles hat nachher die Idee gehabt, dass man hier eine Zwischennutzung machen könnte. Und das war zuerst für 2 Jahre geplant. Und die Planung, für was hier reinkommt, war aber noch nie gesehen und ist noch ewig gegangen. Darum hat man die Zwischennutzung einfach immer wieder verlängert. Es hat hier einen Wettbewerb gegeben, den die Stadt hat ausgeschrieben hat, wo sie eigentlich hat drin gefragt hat, was könnte man für eine Nutzung da drin tun, weil eigentlich die Stadt hat keine eigenen Vorschläge gehabt. Und im Wettbewerb ist nachher vorgeschlagen worden, ein Gesundheitszentrum zu machen. Und das kennt ihr ja, das ist nachher bei Volksabstimmung, hat es gar keine Chance gehabt gegen die kulturelle Nutzung, weil in der Altstadt gibt es schon sehr viele Arztpraxen, das hat man nicht das Bedürfnis, dass es noch mehr. Also die Mehrheit der Bevölkerung gefunden, lieber Kultur als noch mehr Arztpraxen. Das war eben so ist schon ausgesehen. Da hat man am Anfang hat man müssen schauen, wie kann man das sicher machen. Also man musste Brandschutzanlage einbauen, man hat die Glaswände einbauen, damit
damit die Fluchtwege von den Ateliers dass es sicher ist. Ist eigentlich immer die erste Sorge, ist, wenn man etwas nutzt als Zwischennutzung, ist es gefährlich oder muss man etwas einbauen, Fluchtwege oder so. Das Zweite war, man hat nachher das Büro Destruct gefragt für ein Orientierungssystem. Also wenn es 120 Räume oder Ateliers hat, hat man müssen alles nummerieren, Pläne machen, damit man es gut findet. Und man musste überlegen, welche Nutzung kommt in welche Gebäude. Also wo sind die Ausstellungsräume, wo ist der Veranstaltungsraum. Das war eigentlich klar, weil die Turnhalle war der grösste Raum, dass da die Kultur, also die Veranstaltungen drin müssen. Aber zum Beispiel die Ausstellungsräume, die haben viel gewandert, die hat man zuerst oben machen in der Aula. Und dann hat man gemerkt, dass es zu weit abgelegen ist. Dann hat man auch das Logo gebraucht, das ist auch vom Büro Destruct, damit es bekannt, also für so für einen Namen, für die Webseite und so, damit es bekannt wird. Aber eigentlich sind es vor allem die Leute, die sich nachher hier haben, also ganz viele Vereine oder eben Einzelkünstler gehabt, die sich hier nachher haben eingerichtet und eigentlich die haben nachher die Arbeit gemacht. Man hat nachher wie müssen einen Mieterverein gründen und Organisation, wie können die 120 Leute zusammen ein Gebäude nutzen, ohne dass sie Krach bekommen und ohne, also dass es nicht, dass es gut funktioniert. Dort hat man nachher so einen Verein, eine Geschäftsleitung und eine Stiftung ist nachher später entstanden, wo man hat gemerkt hat, dass man das Gebäude kaufen kann. Hat man jemanden gebraucht, der die Finanzierung des Gebäudes organisiert. Und für das hat man eine Stiftung gegründet. Man hat nachher auch noch angebaut. Das war zum Beispiel ein Projekt für ein Fumoir. Also plötzlich durfte man nicht mehr rauchen in den Clubs. Dann ist die Idee entstanden, dass man ein Fumoir macht mit so Ringen, mit so Strukturen, die man sonst für Ringturnen braucht. Aber das war nachher eine grosse Investition und man hat noch nicht gewusst, wie lange man bleiben kann. Nachher eine nächste Art von Zwischennutzung ist Koexistenz. Ist eigentlich, wenn es eine Lücke gibt. Nachher kommt die Zwischennutzung rein und die bleibt eigentlich und parallel dazu entstehen, werden vielleicht neue Sachen gebaut. Das ist wieder aus Berlin ein Beispiel, die haben ja viele Flughäfen und versuchen auch neue zu bauen. Und einer, der mitten in der Stadt ist, der Tempelhof, der ist einfach sowieso zu fest am Stadtzentrum gewesen. Und darum ist der als erstes geschlossen worden. Das sieht man hier, also da ist Mitte Kreuzberg, da ist sehr nah vom Stadtzentrum und es ist ein riesiges offenes Feld, das ist 2,5 Kilometer breit und etwa 2 Kilometer hoch und hat auch ein riesiges so ein Empfangsgebäude aus den 30er Jahren. Und dort ist nachher die Frage entstanden, wie, wenn man so ein riesiges Feld hat, mitten in der Stadt, wie kann man das nutzen? Also sie haben das wollen, wie das ist vorher ab, hat einfach einen Zaun drum gehabt, weil es ja eine Landebahn ist gesehen und nachher hat man die plötzlich aufgetan. Aber es muss ja auch funktionieren, also wenn nachher die Leute am Wochenende gehen, vielleicht 10'000 Leute dorthin, dann braucht es nachher Infrastruktur, also es braucht WC, es braucht Wegweiser und da haben sie, wir müssen organisieren, wie kann man so ein riesiges Feld als Park nutzen, damit eigentlich dort wie neue Sachen entstehen. Sie haben auch so Gebiete wie Parzellen müssen machen, für dort, wo man will, zum Beispiel eben Nahrungsmittel abpflanzen oder es gibt ganz viele Arten. Skaterpark, der Skaterpark hier sind wieder Teile aus dem Palast der Republik, wo sie nachher dort hergezügelt haben. Und so sind eigentlich auch Gruppen haben sich können melden, es hat so wie eine Kommission gegeben und die haben einfach wie Projektvorschläge gemacht. Die haben gesagt, wir wollen einen Skaterpark oder wir wollen eine Golfanlage. Also es hat, da ist ein Ort für Diskussionen, haben sie eingerichtet. Sie haben natürlich auch ganz viele so, also Clubs so aussen, Bars und Clubs, die aussen sind. Weil es so ein grosses Feld ist, ist der Lärm nicht so ein Problem. Sie haben so Golfanlagen gebaut, also sie haben so wie neue, so Mini-Golfanlagen. Sie haben versucht, wie neue Nutzungen dort einzubauen. Da sieht man jetzt ein Beispiel, aber im Oktober waren wir dort mit den Studenten und
Es hat, das war ein Wochenende gewesen, und da sieht man, dass nachher sie auch wie neue Sportarten entstanden. Also sie haben so Segel, wo sie Fahrzeuge bauen. Vielleicht sieht man das noch. Also sie haben so kleine, sie haben nachher so Fahrzeuge aufgebaut. Sie hat so wie neue Sportarten gibt es nachher. Wenn man plötzlich so ein riesiges Feld hat mit dem Wind, kann man nachher dort neue Arten von Mobilität ausprobieren. Und dort ist jetzt geplant, dass das eigentlich bleibt, der Park. Und dass eigentlich nur am Rand des Parks da neue Wohngebäude gebaut worden. Aber eigentlich die Zwischennutzung, die in der Mitte ist vom Park, die soll eigentlich bleiben. Dann gibt es noch eine nächste Art von Zwischennutzung, ist ein Pionier. Das ist einer, der auf ein Areal geht, wo vorher einfach nichts war. Das gibt es in London ein Beispiel, die heisst Dalston Mill. Und die haben sich eine Künstlerin gegeben, die hat in New York mal auf einem Brachland einfach Weizen angepflanzt in den 80er Jahren. Das ist eigentlich auch eine landwirtschaftliche Zwischennutzung. Und die haben sich nachher, die heissen Exit, die Architekten haben sich inspirieren von dem. Und die in London hat es eine Brachfläche gehabt bei einer Eisenbahn. Also früher waren sie auch dort irgendwie Gütergleise oder so gewesen. Und die haben dort nachher eine Mülle gebaut, also eigentlich eine Windmülle, wo eigentlich die Leute aus dem Quartier können, den Weizen anpflanzen und ihr Brot backen. Und sie haben dann gesagt, dass für die verschiedenen Kulturen dort im Quartier ist das super spannend für einen Austausch, weil jede Kultur hat eine andere Art, wie sie Brot und wie sie Weizen verwendet. Es ist dann einfach eine Zwischennutzung, wo wie neu sich an einem Ort etwas Neues installiert, was es vorher gar nicht hatte. Nachher gibt es noch eine weitere Art, da habe ich jetzt keine Bilder gefunden, Subversion. Also es kann eine Zwischennutzung eigentlich sich wie einnisten in einer bestehenden Nutzung. Es gibt zum Beispiel Markt, es gibt Orte, wo es grosse Flohmärkte gibt und plötzlich kommen einfach neue Arten von Verkäufern oder Leuten, die wie eine Party innerhalb des Flohmarkt organisieren und durch das eigentlich wie die ursprüngliche Nutzung verändern. Das ist auch eine Art von Zwischennutzung oder einfach es ist wie ein Impuls, der nachher etwas das ursprüngliche Situation wird verändert. Nachher gibt es auch Ästhetik des Temporären. Es gibt Gebäude, die umgebaut werden, und es wird eigentlich so der gleiche da, es sei eine Zwischennutzung oder es sei temporär. Und das ist in Paris entstanden. In Paris hat viele so Museen mit so alten Bildern und alten, so für ältere Touristen, und sie hatten das Problem gehabt, so für junge Kunst und neue Kunst, haben alle das Gefühl gehabt, in Paris gibt es eh nichts, dann musst du nach London und sie wollten aufholen. Und das haben sie gesagt, wir machen mal ein Museum, das anders ist für junge Kunst. Und da haben sie alte Palast so vor Weltausstellung aus den 30er Jahren genommen und sie haben innen nachher wieder alles weggenommen, also alle Gipsverkleidung und so, ist alles eingepackt gewesen und sie haben einfach alles rausgenommen, dass nur noch das Skelett ist. Und sie haben nachher auch gesagt, dass ein Museum für junge Leute muss bis Mitternacht offen sein, also sie haben die Öffnungszeiten anders gemacht. Und sie haben auch eben Bars und Clubs eingebaut, weil sie sagen, heute ist eigentlich ein Museum und ein Club und ein Café kannst du nicht mehr so klar trennen, sondern die Nutzungen die sich eigentlich heute vermischen. Und das ist eigentlich jetzt ein normales, offizielles Museum, aber es hat Elemente, die aussehen wie, einfach wie temporär oder wie bei einer Zwischennutzung. Da sieht man da die Heizstrahler oder eben alles ist so ein bisschen mit Gitter verzinkt und so ein bisschen provisorisch, wie es umgebaut ist worden. Und eben aus all diesen Beispielen hat es nachher, das ist viel auch in der Schweiz, ist das erforscht worden, es hat überall auch Industriebrachen gegeben in der Schweiz, wegen der Industrie nach Asien ist gewandert. Und das hat auch in der Schweiz, da kann man unter zwischennutzung.ch, dort ist das alles so wie zusammengefasst, was es eben für Nutzen bringt. Jetzt habe ich da ein paar ausgesucht, wo man sie so wie Erkenntnis aus den Zwischennutzungen.
Das erste ist, dass ein Standort wird aufgewertet. Meistens sind es Orte, zum Beispiel wie hier das Progymnasium, vorher hat das niemand kennt, aber sobald es eine Zwischennutzung dort ist, dann wird es öffentlich und alle Leute gehen schauen, was dort passiert. Und durch das wird eigentlich der Ort bekannt und der Ort wird nachher auch attraktiv, wegen dem alle kennen. Und man kann nachher dort auch, das ist nachher auch zum Nutzen von dem, was man nachher macht. Also wenn sie nachher Wohnungen dort bauen, können sie sagen, das ist ein Ort, den alle kennen und ein Ort, wo etwas passiert. Also ist wieder das Publikumsmagnet. Also die Leute sind, es gibt auch viele Gruppen, soziale Gruppen, so, die suchen nach einem Ort, wo sie ihre Projekte können verwirklichen können. Und die haben nachher sehr viel Energie, für etwas zu machen. Und die sehr viel die nachher Sachen aufbauen, wo interessant ist für die anderen, um zu schauen. Es gibt aber auch Nutzen für einen Grundeigentümer oder Hauseigentümer. Also er hat, einerseits hat er Einnahmen, er kann es vielleicht vermieten, vielleicht nicht so teuer, aber er muss auch nichts machen. Wegen Zwischennutzer normalerweise, sie eben sehr, die sich selber organisieren und selber die Räume einrichten. Und durch das hat er wie, trotzdem Einnahmen. Nachher kann durch Zwischennutzung wird er vielleicht inspiriert, er hat nachher vielleicht Ideen, was man könnte mit seinem Gebäude machen könnte. Das ist wie hier, aber die Stadt hat eigentlich nicht gewusst, was sie mit dem alten Schulhaus könnte machen. Und dann ist sie nachher wie auf die Idee gekommen, man könnte eigentlich das, was jetzt in der Zwischennutzung ist, eigentlich gar nicht so schlecht. Und durch das hat der Hauseigentümer weniger Handlungsdruck. Also er muss sich nachher nicht sofort entscheiden, was reinkommt, sondern er kann sagen, ich lasse mal 5 Jahre oder so eine Zwischennutzung drin. Und in dieser Zeit kann er in Ruhe planen, was er nachher machen will. Durch das hat er weniger, also ja, ist für ihn eigentlich, hat er weniger Stress. Nachher Nutzung für die Stadtentwicklung. Es ist so, dass bei Stadtproduktion anstatt Stadtkonsum, also bei der Zwischennutzung, die eigentlich die Benutzer selber ihre Räume bauen, selber ihre Nutzungen machen. Das heisst, sie werden aktiv und nicht nur ein Konsument, der einfach passiv in einen Ort hineinsitzt, der schon ist gebaut wurde von jemand anderem. Und durch das tun sich eben die Leute auch mit diesen Orten identifizieren, weil eben sie werden bekannt Zwischennutzungen, sie tun dort ihre Projekte verwirklichen und durch das identifizieren sich nachher die Leute mit dem Ort. Meistens gibt es nachher auch Vernetzung mit den Bewohnern, die vorher schon am Ort sind. Also es gibt neue Verbindungen innerhalb vom Quartier und durch das kann auch wie das ganze Quartier aufgewertet werden. Das ist zum Beispiel eben jetzt, wenn man in Bern, wenn man vom Gaswerkareal redet, wo so ein vages Land ist, wo heute ist es in der Nacht nicht so angenehm dort zu sein, aber vielleicht, wenn dort eine Zwischennutzung wäre, die aktiv ist, dann würde nachher das bekannt. Es wäre vielleicht auch 24 Stunden etwas los und durch das wäre eigentlich der Ort wird wie attraktiver und wird aufgewertet. Jetzt eben, das ist nachher aus all diesen Beispielen, wir hatten ja auch Referenten gehabt, das Herr Gaban aus Basel, wo das Ente-Areal, das war die grösste Zwischennutzung in Basel gewesen. Und er hat nachher gesagt, er ist wie nachher jetzt Spezialist für Zwischennutzungen geworden und wird überall eingeladen. Und der hat nachher gesagt, eine Liste, was es alles braucht, für eine gute, damit eine Zwischennutzung erfolgreich kann sein. Das Erste, was es braucht, ist ein attraktives Areal oder ein attraktives Gebäude. Also eben wie hier das Progymnasium, das mitten 300 Meter vom Bahnhof ist, ist natürlich eine super Lage. Also es muss trotz eine gute Lage oder ein attraktive Räume muss es haben, damit man eben etwas daraus machen kann. Nachher braucht es Intelligent Agents, hat er das genannt. Das sind Leute, die die Verbindung herstellen. Also zwischen Hauseigentümer, zwischen den Kulturschaffenden oder den zukünftigen Nutzern und zwischen den Leuten im Quartier muss jemand wie die Verbindung machen, damit nachher alle überzeugt sind, dass man dort die Zwischennutzung machen kann. Nachher braucht es kreatives und soziales Kapital, dass sie eben Leute, Gruppen, Vereine oder so, die möchten Projekte realisieren und die bereit sind, Zeit oder ihre Ideen zu investieren, für das zu machen. Das
Gleiche, die werden nachher zu Raumpionieren. Raumpionier ist, wenn man ein freies Feld hat. Die Ersten, die sich einrichten und dort ein Zelt oder irgendetwas bauen, das sind eben die Pioniere, die die Nutzung anfangen. Nachher braucht es, wenn es etwas grösser wird, braucht es auch Kuratoren. Also braucht es Leute, die auswählen. Wenn es nachher ganz, wenn nachher alle dort etwas machen wollen, muss man plötzlich nachher wie eine Jury haben oder auswählen, welche Projekte passen zusammen oder welche haben wir schon oder welche bringen jetzt am meisten für das Gebiet. Nachher braucht es noch Cash Cows, das heisst, manchmal muss man Geld reinbringen. Das ist meistens dort, wo das Bier verkauft wird, also zum Beispiel hier ist es wie die Turnhalle, also dort, wo man Geld generieren kann. Oder in Basel im Ente-Areal haben sie Parkplätze gehabt und irgendwie war das ein Gebiet, wo Parkplätze rar sind. Und da haben sie die teuer vermietet und das Geld haben sie nachher gebraucht, für ihre Clubs und ihre Ideen umzusetzen. Ja, das ist eigentlich, dass sie eben die Sachen, man muss, also die Sachen braucht, wenn man eine Zwischennutzung starten will. Also, das wäre es gewesen. In dem Fall Fragen. Danke. Stanislav Zimmermann, herzlichen Dank. Zwischennutzung als Guerilla-Stadtentwicklung quasi. Wahnsinnig viel kreatives Potenzial, das ausgelebt wird und eine Absenz von kommerziellem Gedanken. Du hast vorher das letzte Wort Cash Cow gebraucht. Das sieht man hier, glaube ich, sehr schön, dass die Leute, die hier konsumieren, auch diese Dinge mitzahlen und mittragen. Wer hat Fragen an Stanislav Zimmermann zu Zwischennutzungen? Seid so gut. Nicht gerade alle auf einmal. Ja, aber ein Ort, den ich gehört habe, ist das Gaswerkareal. Wegen dort ist eigentlich, habe ich das Gefühl, hat es noch freie Flächen oder so, die nicht genutzt sind. Und das ist relativ nah, also nicht so weit vom Stadtzentrum. Und es ist eigentlich ein attraktiver Ort, hier mit dem Fluss. Und es hat schon Dampfzentralen, Gas, es hat schon bestehende kulturelle Sachen. Aber dort hat es wahrscheinlich Platz, für noch mehr daraus zu machen. Und dort läuft jetzt auch eine Planung für ein Wohnquartier und bis das gebaut wird, geht es noch mindestens 5 oder 7 Jahre. Das heisst, das ist auch die gute Zeit, das reicht eigentlich für eine Zwischennutzung. Die Zwischennutzung muss nicht unbedingt länger gehen. Kesselgarten oder so etwas, dort oben, oder? Ein schönes Beispiel ist schon die Brache in Zentral, in Lorraine, wo man hat einen gefährlichen Bau abgerissen und einfach nichts hat lassen stehen. Und wenn man sieht, was dort alles passiert, was die Bevölkerung einfach ohne zu fragen dort macht. Ich habe noch nie ein Bienenhotel gesehen zum Beispiel, ist herzig, dort ist das erste Bienenhotel in Stadt Bern. Das ist auch so ein Beispiel von so einer Zwischennutzung. Hat jemand noch eine Frage an Stanislav Zimmermann, Thema Zwischennutzungen? Da vorne. Meine Frage ist jetzt ein bisschen das Rechtliche, weil ich habe auch schon Sachen organisiert und ich weiss, dass das Veranstaltungsmanagement sehr pingelig ist bei nahezu allem. Wenn man eben gerade so eine Zwischennutzung macht, wo vielleicht häufig eine Sache sind, das ist jetzt eine Ausstellung, Konzert etc., wie man das eigentlich regeln kann, weil nicht nur, dass das wahrscheinlich sogar Geld und Zeit kostet, das könnte ja sehr gut sein, dass gerade die Regierung sehr schnell sagt einfach nein. Habt ihr da irgendeine Idee, wie man das eigentlich organisieren kann? Ja, ich weiß nicht, wie es zu Bern ist. Das ist einfach, also in Berlin hat es wie ein, also hat man eine Bewilligung können machen für eine temporäre Veranstaltung. Also wie für ein Festival oder so hat man eine Bewilligung, die nur für 2-3 Tage ist. Also es gibt so Bewilligungen für temporäre Sachen. Und vielleicht kann man die nutzen, auch für solche Sachen. Aber ich weiß nicht, wie es gesehen. Also das darf man natürlich nachher nicht immer wieder beantragen, dann muss man mit der Stadt verhandeln, ob das möglich ist. Das ist einer der Gründe, wieso es Buch gibt. Das ist einer der Gründe, wieso wir heute anstehen, dass wir mit den Behörden schauen, was drängt der Markt, was will der Markt, was müssen wir machen und Gesetzesänderungen. Da sind wir sehr früh, haben wir das gemerkt und von allen gesagt worden, muss das Gesetz anders anpacken. Da ist noch eine Frage. Nein. Ist noch jemand eine Frage? Zwischennutzungen? Ich würde es vielleicht noch ein bisschen plakativer stellen, die Frage, was sind die grössten Hürden? Was bremsen am meisten an Zwischennutzungen?
Aber ja, schon die Behörden müssen es wie unterstützen. Also der, und auch der Grundeigentümer. Also man muss einen Ort finden, wo der Haus- oder Grundeigentümer mitmacht. Jetzt in Bern ist es eben Gaswerkareal oder hier auch das Progymnasium gehört. Es ist eigentlich Areal, wo die Stadt gehört. Eigentlich ist es fast einfacher, wenn das Areal der Stadt gehört, würde ich sagen. Und nachher muss man halt die verschiedenen Ämter, wir haben gemerkt hier im Progger, das ist, gibt nachher ein Schulamt, es gibt ein Bauamt, es gibt ein Amt für Kulturelles und die sind in verschiedenen Departementen und mit verschiedenen, die Regierung sind nicht die gleichen Leute zuständig und dann muss man wie die dazu bringen, dass sie zusammen reden und zusammen das nachher möglich machen. Danke für den Steilpass, auch das ist ein Thema natürlich für Buch, die Behörden zusammenzubringen, es klingt ein bisschen komisch, aber es ist ja so. Wir haben den Regierungsstatthalter Lerch im Plenum und ich frage vielleicht auch ihn. Er ist auch konfrontiert mit Zwischennutzungen. Wie sieht es bei euch aus? Merci für die Frage, die ihr gestellt habt. Es ist im Moment so, wir hatten dieses Jahr zwei Piloten in der Lorraine mit der Serini-Bar und der Pneu-Bar. Dort sind wir sehr weit gegangen. Es gibt so Einzubewilligungen, die vorhin erwähnt wurden. Das gilt einfach für, sagen wir mal, im Prinzip eins oder zwei Wochenende, also bis zu maximal 10 Tage, so die Einzubewilligungen, sogenannte Festwirtschaftsbewilligungen. Wenn man mehr will, dann braucht es ein Baubewilligungsverfahren. Das hat den Vorteil, dann werden nachher, wird alles öffentlich gemacht, dann können sich Nachbarn, Nachbarinnen melden und dann wird auch die Lärmfrage abgeklärt. Dann hat man das nachher nicht später, oder? Dann klärt man es eben vorgängig ab und erlebt nachher nicht böse Überraschungen. Das ist im Moment der Stand. Wenn man es anders machen will, dann müsste man, wie es der Herr Rittner gesagt hat, Gesetzgebung, Baugesetzgebung anpassen und zum Beispiel für Zwischennutzungen vorgesehen, dass man die 3 oder 6 Monate, eine Saison oder länger kann durchführen kann, auf was denn dort die Voraussetzungen sind. Das einfach zur Klärung. Also, wenn es um wenn man Land hat, alle Faktoren, oder, dann muss man eben auch das Rechtliche denken, wie der Richtige gesagt hat. Im Moment ist das einfach ein Baubewilligungsverfahren. Man muss aber auch nicht so Angst haben. Baubewilligung, das sind einfach 3 Formulare und 3 Pläne. Und nachher hat man, muss man das 2 Wochen, also nachher muss man das 2 Monate, geht das durch alle Ämter. Das ist nicht so eine unbedingt eine Sache. Man will ja nicht das Gebäude umbauen, man will nur ein bestehendes Gebäude nutzen. Aber es ist klar, man muss, wenn man natürlich alle Lüftungen und alle WC-Anlagen so muss machen, wie es in der Norm ist, dann ist es natürlich schwierig für etwas, was temporär ist. Also ich glaube, wir haben jetzt wunderschön den Spannungsbogen gesehen von den kreativen Leuten, die etwas zwischennutzen wollen. Dass Ideen, Drang, es wäre alles da und eigentlich die Vorgaben, die die Behörden müssen erfüllen. Es gibt ein schönes Beispiel in Bern, das Schrabe-Fest, das man machen wollte in der äusseren Enge. Und man hat es nicht bewilligt und dann, sie haben alle gegen Dings geschossen, gegen Gewerbepolizei und gesagt, merci vielmals, wieder mal etwas nicht möglich. Dort war es schlicht und einfach der gewesen. 200 Leute, 250 Leute hat man reinlassen und die Fluchttür ist weniger als 80 cm. Das ist Gesetz. Wenn der gute Mann das bewilligt und es gibt nur einen Verletzten, der ist joblos. Und das ist etwas, was wir müssen verstehen müssen. Das ist aber etwas, was wir müssen ihnen sagen, jetzt müsst ihr aber Ausnahmebewilligungen können machen. Irgendwie jetzt ein Feuerlöscher mehr oder ein Feuerwehrmann dort und dann machen die Geschichte. Das ist einfach gestorben. Und für das sind wir da heute, für das haben wir den Tag der offenen Clubtüre und für das ist Buck da, dass wir solche Problematiken gegenseitig klar wird, dass wir in Zukunft eben das auch machen könnten. Und Stanislav, du sagst, eine Baubewilligung ist nicht so eine Riesensache. Du bist Architekt, du bist Profi. Ich meine, für gewisse Partybetreiber, also kaum aus der Schule und noch im Gimmer, und dann muss ich eine Baueingabe machen. Das ist schlicht unmöglich. Auf der Zeit her, wenn man sagt, ich habe jetzt ein Lokal, das habe ich jetzt gerade schnell einen Moment zur Verfügung und dann ist das weg. Wir müssen auch dort für schnellere die Verfahren oder für größere Nutzungen können machen. Wüsstest du etwas? Also wir haben ja im Konzept zum Nachtleben, dem Papier vom Gemeinderat angedenkt, eine Raumbörse. Also dort fängt das schon mal an, dass man sagt, wo hat es Lokal, was ich eignen würde,
ob es jetzt eine Fete ist, eine Ausstellung, irgendetwas. Und man holt das Register und was sind auch die Rahmenbedingungen, dass man diese Räume brauchen kann. Und Nägeligas, das ist ja das Erste, oder? Wo die Stadt ist eigentlich aktiv gekommen und gesagt, man will das. Es gibt Bemühungen in diese Richtung, ja. Wir haben noch Zeit, nutzt es, wenn ihr Fragen habt im Rahmen von Zwischennutzungen. Ja? Ohne Geldglocke. Ich glaube, zum Thema Baubewilligung, was ja dann einen gesetzlichen Rahmen bietet für so eine Zwischennutzung, habe ich von Leuten, die Zwischennutzungen gemacht haben, selber nie welche gemacht, gehört, dass es sehr auch mit Kosten verbunden ist, dass so eine Baubewilligung zu beantragen und zu bekommen Geld kostet und meistens die Auflagen, die dann daraus fordert oder mit sich zieht, relativ grosse Investitionen fordert, was eben für solche Projekte sehr oft ein Budget nicht vorhanden ist. Also dass da wie ein Bedarf ist, wie der Adrian Nieden vorher gesagt hat, dass man wie schaut, wie kann man die Gesetze an die Bedürfnisse, an die Anforderungen anpassen von diesen Zwischennutzungen, auch finanziell, wo es oft eben nicht kommerzielle Aktivitäten sind. Herr Lerch, wollt ihr dazu etwas sagen? Das ist richtig, was ihr ansprecht. Im Moment, wo so ein Baubewilligungsverfahren läuft, müssen wir auch Gebühren erheben, Amtsberichte einholen, die kosten auch wieder, Publikation kostet. Das ist richtig, oder? Das summiert sich. Wenn es ein grösseres Projekt ist, kann das schon mehr als 1'000 Franken sofort kosten. Und das ist natürlich auch ein Punkt, oder? Wenn man Zwischennutzungen will, irgendwo gesetzlich verankern, regeln, dann müssen wir an diesen Punkt denken. Das ist richtig, oder sagen? Dass man die Zeitspanne grösser kann definieren kann. Ich glaube, ab 3 Monaten braucht es eine Baugenehmigung, habe ich gehört. Oder es gibt so Zeitspannen, wo es dann nicht mehr anders geht. Also wo vorher Behörden zum Teil sehr viel Goodwill investieren und sagen, wir helfen euch, das auszureizen, dass ihr dort drin möglichst flexibel planen in so einem Raum. Aber nachher müssen wir, oder? Und das ist dann, dass dort klemmt es nachher, ja, im guten Willen, bei der aktuellen Gesetzeslage meistens, oder? Das ist richtig, oder? Und wenn man so ein Projekt anpacken, dann muss man an das denken. Schon zum Voraus haben wir auch die nötigen Finanzen für ein Baubewilligungsverfahren durchzuziehen. Das ist richtig, oder sagen? Es gibt auch Bewilligungen für Fahrnisbau. Also wenn der Zirkus Knie nach Bern kommt, muss er auch eine Bewilligung haben. Das sind so temporäre Bauten. Das kann man manchmal auch nützen. Also wenn etwas eben, wenn es gehört, weniger als 3 Monate soll stehen. Die sind wahrscheinlich einfacher zu bekommen. Ich mache eine ganz kurze Klammer, um etwas schnell zu annoncieren. Ich wollte euch hier nicht weghaben, aber ihr wisst, wir haben mehrere Veranstaltungen, die wir anbieten heute am heutigen Nachmittag. Gisela Feutz wird jetzt starten für Club Safari. Wer sich interessiert, bitte im oberen Stock. Gisela winkt. Ihr anschliessen, wenn es euch Wunder nimmt, wie es abgeht im ISC oder was passiert im Bonsoir. Wie sieht es aus?